Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 8 von Voxel Tycoon. Es ist kein Vorgestellt mehr. Wir haben jetzt Let's Play rausgemacht. Alle 14 Tage freitags im Wechsel mit Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir hier schön noch was gemacht. Ja, wir hatten die Frage halt. Die Masse der Simotrans-Leute haben gesagt, wir machen das so. Die Masse war Michael Friedrich, aber sehr schön. Und danke dafür, dass du da auf jeden Fall drauf geantwortet hast. Und ja, wir gucken jetzt hier. Wir haben letztes Mal ein paar Dinge hier schon erweitert mit Fahrzeugen und sowas. Da müssen wir mal schauen. Gedanke war jetzt, irgendwann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht einen Zug machen, der mehr liefert. Aber ja, die Entfernungen jetzt sind jetzt auch nicht so. Ja, doch hier unten, die Entfernung ist schon ein bisschen größer mit der Kohle. Vielleicht kann man da was machen. Aber wir müssen mal schauen, wie wir da weiter vorankommen. Das alles und noch viel mehr machen wir am Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir noch mal auf der Karte gucken. Haben wir denn hier irgendwo noch was? Also wir können ja Gebiete freischalten irgendwann, das ist klar. Aber ob es hier noch irgendwo Kohle gibt oder sowas, auf dieser Fläche, wo wir gerade sind, ist dann schon eher zu gucken noch. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals schon mal gemacht haben. Glaube nicht, ne? Aber es ist jetzt hier auch tatsächlich nichts mehr, glaube ich, zu holen. Das, was wir haben, ist hier schon erschlossen sozusagen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel Geschwindigkeit 1. Pause raus. Läuft Forschung, können wir natürlich mal gucken. Machen wir da überhaupt was? Das weiß ich gar nicht jetzt. Ah ja, doch, das läuft gerade. Sehen wir da, wie gerade wieder Erze geliefert wird. Wir sollten vielleicht, das Geld wäre auch da, vielleicht einen zweiten LKW kaufen, der da Erz hinliefert, weil einer ist ein bisschen wenig. Das dauert ja dann ewig, ne? So, gibt es hier eine Route, die, wie ist das hier, Mellrichstadt Anbau. Nee, die gibt es nicht. Der LKW hat eine Einzelroute, der da drauf läuft wahrscheinlich. Das bedeutet, wir machen das mal halt hinzufügen. Erze waren hier, ne? Ja. Laden, voll und halt hinzufügen, entladen. Da und das Ganze auch voll entladen. Dann machen wir das. Eisenerzmöglicher Anbau. Ist die Frage, ob es das schon gab, ne? Ich habe nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich nicht. Ne, das gab es auch noch nicht. Und dann lass ihn mal fahren. Das kann zu. Der hat eine individuelle Route, statt Abzweig zu Anbau. Das wäre dann der, das heißt, wir machen den mal hier drauf. Und dann passt das schon, ne, oder? So, dann wird das auch ein bisschen schneller fertig, würde ich sagen. Kriegen die hier mehr Erz, schneller. Gut, haben wir. Forschung geht dann voran. Jetzt fehlt es an Geld im Endeffekt, um noch weiter auszubauen. Jetzt ist die Frage, was machst du mit deiner ganzen Geschichte hier? Die Kohle kommt von hier. Und muss wohin? Hier oben ist keine Kohle. Hier ist auch nur Erz. Geht die hier hin? Die geht hier hin, ne? Da. Und sonst nirgendwo, oder? Doch, da ist auch Kohle. Ja, wäre jetzt zu überlegen, dann einen zentralen Bahnhof in die vier Städte eigentlich zu legen, ne? Hier vorbeizufahren. Und die Frage, ob man das mal so eben macht, ne? Also hier einen Bahnhof hinmachen und dann die Fahrzeuge dahin fahren lassen. Und von hier abholen, ne? Erz und Kohle. Wäre eine Möglichkeit, oder? Frage ist nur die, ob wir das uns finanziell leisten können. Hier oben ist sogar eine Nachricht reingekommen. Neue Nachrichten. Insolvenz vermieden. Eine regelmäßige Lieferung für das Unternehmen und das Wachstum rechtzeitig wird. Das war da. Ja, sehr schön. Und die zweite Nachricht war Insolvenz vermieden. Das war hier. Alles klar. Da haben wir das ja sogar geschafft. Richtig gemacht alles, oder? Weg ist in Südost. Ist da. Die beliefern ja das dann da, ne? Oder? Ja. Ja, jetzt müsste man wirklich überlegen, was man da macht, ob man das macht, ne? Aber Eisenbahn ist teuer, oder?
Gleise verlegen. Schiene kostet 330. Ich glaube, das ist noch nicht, was wir tun sollten. Wir müssen nachher andere Sachen erschließen und da würden wir das Geld vielleicht für gebrauchen. Hier Kupfererz oder sowas können wir dann holen. Kann man hier irgendwo, ach, die Bereiche kann man ja sowieso anklicken, dann sieht man, was es drin ist hier. Städte. Freinsheim. Und da gibt es Kohle und Stein. Hier ist Morgenteich. Reich, Holz haben die nur. Hier haben wir brauchen, ne, die haben Ressourcen. Eisenerz gibt es da. Ist ja hier oben. Die haben hier Sand. Fürsnick hat Holz nur, okay. Kaub hat wieder Sand und Bad Waldsee hat Stein. Hier ist Kupfererz, ne? Ja, bei Welten oder Felten. Okay, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Ich glaube, der sieht nicht so gut aus. Der sieht schlecht aus. Sieht das besser aus? Doch, sehen beide schlecht aus. Hier ist sogar grün, der Rest ist okay. Hier ist so gelblich, okay, das geht so. Hier wächst ja alles, ne? Diese Stadt ist schon relativ groß geworden, ne? -7. Abdeckung. Ja, vielleicht sollten wir uns dem Personennahverkehr nochmal verbunden fühlen, ne? Das wäre vielleicht noch die beste Möglichkeit, ne? Terminals. Bushaltestellen. Hier ist gar keiner, oder wie sehe ich das? Haben wir überhaupt Bus? Doch, Bus hatten wir. Hier ist eine Haltestelle. Gefres West. Hier ist Wirges Südwest. Wenn ich jetzt mal die Einzelhaltestelle nehme, die hat so eine Abdeckung. Die Doppelhaltestelle hat auch ähnliche Abdeckung. Würde ich jetzt hier favorisieren, Tintenzimmer, ne? Nur wenn ich das so baue, wie ich das gerade vorhabe, dann muss ich was abreißen, oder? Hier wäre möglich, das ohne Abriss zu machen, oder? Aber da will er gar nicht. Doch, da will er. 18.000. Wo kann ich denn hier hinbauen, ohne dass ich was abreißen müsste? Hier zum Beispiel, ne? Gibt es hier schon eine Bushaltestelle? Das ist da eine Bushaltestelle, gut. Ja, ich würde mal sagen, man macht es einfach hier hin, ne? Das ist halt so, wenn man es abreißen müsste, aber das geht noch nicht mal. Achso, ich habe das noch nicht gedreht. Nee, der würde das ja nicht bauen wollen, weil wir vielleicht nicht viel genug Geld haben, ne? Kann das sein? Da ist ja eine Bushaltestelle schon gegeben. 18.000, die hätten wir auf jeden Fall. Das Einzugsgebiet ist da, das Einzugsgebiet wäre hier. Würde gehen, machen wir mal einfach. Und dann würde ich hier gucken, da ist einer. Warte mal, die decken das ab. Das würde bedeuten, hier müsste das hin oder hier.
Hier geht's dann, ne? Jetzt fehlt die Kohle, oder wie sehe ich das? Ne, kann hier nicht bauen. Ah, jetzt geht's. Warte mal, wenn das da ist. Die sind alle abgedeckt. Das bedeutet, hier müsste ich dieses bauen. Ja. Mach mal dahin. So. Wie viel Geld haben wir noch? 3000. Jetzt müssen wir mal den Bus finden. Der ist hier. Und dem müssen wir jetzt noch ein bisschen was da hinzufügen, ne? Bearbeiten. Aha. Hirgesen Südwest ist da. Gefris Transfer. Gefris West wäre da. Das heißt, glaube, wir müssen den davor einbauen, den Halt, oder? Okay. Hirgesen Süd wäre schon passend. Jetzt haben wir hier oben noch Gefris Transfer. Wo ist Gefris West? Da. Bauen wir dazwischen. Gefris Südwest. Gefris West. Wo ist denn das jetzt da? Gefris Transfer. Da oben ist aber nichts. Gut, das würde erstmal passen. Dann nochmal okay und der fährt weiter. Allerdings würde ich jetzt tendenziell dazu neigen, zu warten, bis ein bisschen Geld kommt und dann auch tatsächlich ein zweites Fahrzeug da drauf machen, weil so wie ich gerade gesehen habe, war der ja voll, ne? 30.000 braucht er. Nicht genug Geld. Ja. 12.000 erst. Dann würde ich mal favorisieren, hier schnell laufen zu lassen, damit das Geld reinkommt. 20 haben wir jetzt. Wieder 20. 23. 25. Da oben ist das Erz, die regelmäßige Lieferung hat den Dingensumsatz gesteigert. Da müssen wir dann da arbeiten. So. Also jetzt hat er angehalten. Jetzt machen wir. So, jetzt laufen sie wieder normal. Wir haben den Bus drinne. Und der sollte auf die Route. Der eine hat keine Route, ne? Jetzt müssen wir den Bus wieder finden, der gerade hier lang fährt. Speichern als. Okay. Und jetzt kriegt der die Route auch. Und starten. So, dann fährt der zweite Bus los. Das ist die Frage, wie viel Geld der macht, ne? Fahrzeuge folgen. Ah, Details sind hier zu sehen. Fahrzeug will ich nicht folgen. Ich will einfach nur das da mal aufmachen und gucken, wie das so wird hier. Wo fährt er denn hin? Melderichstadt Transfer ist sein erster Halt. Kann das sein? Klicken zum Umrüsten. Was macht denn hier unser Labor gerade mal? 14, okay. Neue Forschung starten. Die Frage, ob das hier auch immer passend läuft und nicht, dass da ein Stau entsteht, weil die zwei Fahrzeuge, einer lädt ab und der zweite kann es nicht annehmen, ne? Das müssen wir auch im Schirm haben.
Der fährt jetzt nach Heubach, Nordwest. Hat 10 Passagiere von 10 drin. Das passt also. Der dreht hier jetzt um. Ist das so passend? Das ist die Frage, ne? Jetzt fährt er da hoch. Fährt dahin. Hat 10 von 10. Dreht da. Fährt dann zurück. Fährt hier lang. Fährt da vorbei. Das ist schlechte Route. Weil, ne? 10 von 10. Dreht da. Das passt. Fährt da auch jetzt wieder weg. Irgendwas passt mit dieser Route nicht, weil der fährt ja kreuz und quer. Ich glaube, die müssen wir nochmal optimieren. ...150 brachte das jetzt. Er hat auch wieder 10 da drinnen sitzen. 62, da war jetzt nicht so viel Geld. Er fährt rum und hält da aber an. Das war richtig. Er könnte jetzt da nochmal anhalten eigentlich. Ja, ne? So viel zu dem Thema. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren, weil ich aus Versehen am Rand war. Wahrscheinlich ist er das hier, ne? Kann ich hier irgendwas anklicken? Nein. Statistiken. Fracht angeliefert 17. Geld verdient 1050. Betriebskosten 800. Okay. Fahrer ist der. Ja. Dann lassen wir laufen. Das müssen wir gucken. Weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall viel Geld gerade gemacht. Jetzt sollten wir vielleicht noch ein Fahrzeug dazu nehmen. Ich glaube, wir schmeißen da. Da hat ja immer 10 gehabt, ne? Aus diesem Grund können wir definitiv da auch noch einen weiteren Bus auf jeden Fall draufsetzen, denke ich mal. Und lass den mal fahren. Und in der nächsten Folge optimieren wir wohl die Linie, denke ich mal. Gut, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier auch diese zweite Geschichte machen mit dem Eisenerz, dass die wollen mehr haben, dann können wir da auch einen LKW mehr hinschicken. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.